Herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zum nächsten Guide-Video, wo es heute um den Armbrustschützen geht und in meinen Augen nach um die beste Klasse im Spiel Legend of Mushroom. Warum das Ganze die beste Klasse ist oder warum ich das so empfinde, werdet ihr relativ zeitnah merken. Ich werde euch die ganzen Vorteile vom Armbrustschützen einfach mal aufzählen, um euch dann bewusst zu machen, warum ihr diese Klasse unbedingt spätestens ab Level 100 wirklich spielen solltet. Direkt zum Anfang ist hier zu sagen, dass der Armbrustschütze ähnlich wie auch Bogenschütze mit Angriffsgeschwindigkeit, Ausweichen, Betäuben und gezielten und dualen Durchschlagsschäden hier skaliert wird. Das heißt, wie jeder Bogenschütze schon bekannt, gehen wir hier wirklich auf Angriffstempo, sorgen dafür, dass die Gegner uns nicht treffen können. Oder wer auch Lust hat, kann den Armbrustschützen sogar so spielen, dass der Gegner wirklich dauerhaft gestunt, dauerhaft betäubt ist und einfach gar nicht zum Zug kommt. Bei Statuspunkten solltet ihr beim Armbrustschützen wirklich auf die Attribute Combo und Ausweichen primär achten, solltet aber auch das Attribut Crit-Schaden nicht außer Augen verlieren. Es ist immer wichtig, ein paar Crits rauszuhauen, um vielleicht den ein oder anderen Lebenspunkt mehr abzuziehen, der dann am Ende zum Sieg führt. Bei der Pilzstatue gibt es eine wirklich feste Regel. Ich spiele selber auch den Armbrustschützen, deswegen kann ich das mit sehr, sehr fester Überzeugung auch sagen. Es gilt hier auf jeden Fall viermal dein Combo-Attribut mindestens auf der Tier S, besser natürlich SS oder SSS. Und auf jeden Fall einmal das Attribut Crit-Schaden-Bonus. Damit seid ihr perfekt aufgestellt und habt erstmal den besten Anfang für den Armbrustschützen. Zu den Fähigkeiten habe ich euch wie in jedem Guide-Video hier einfach wieder mal eine grobe Übersicht gemacht. Für die Videofaulen, die nicht das ganze Video schauen wollen, können sich hier einfach einen Screenshot machen und selber ein bisschen rumprobieren. Wieder von Gott-Tier bis D-Tier angeordnet, ne? Gut bis schlecht. Das gleiche auch nochmal für die Pets. Wieder für die Leute, die sich einmal nur einen Screenshot machen wollen, seht ihr hier, welche Pets am besten geeignet sind für den Armbrustschützen. Anders als beim Magier brauchen wir beim Armbrustschützen wirklich Artefakte. Die sind jetzt nicht dringend nötig, aber bieten einen absoluten PvE-Vorteil. Ja? Der Armbrustschütze ist generell ab Level 100 sehr, sehr PvE-stark, eben weil er die ganze Zeit ausweicht, weil er eben viel Stunt und viel kritische Treffer hinlegt. Und der Kriegshammer und die Bonbon Gatling Gun, die verstärken das Ganze eben noch einmal. Bei den Reittieren ist hier zu sagen, dass wir auf jeden Fall im Endgame auf den Koi gehen sollten, der uns einfach extrem Kombo-Schaden-Boost gibt. Für den Anfang ist aber ein einfaches und wirklich machbares Ziel auch Free-to-Play, das Brennungsschwert, was euch eben auch nochmal die Möglichkeit gibt, den Gegner gar nicht mehr ausweichen zu lassen und eben zusätzlichen Kombo-Schaden zu erzielen. Wieder bei der wichtigsten Sache angekommen, dem Early-Game, das, was die meisten wahrscheinlich hier wirklich interessiert. Wenn ihr wirklich den Armbrustschützen spielen wollt, habt ihr ein relativ cooles und spannendes Early Game, weil ihr die Pets und die Fähigkeiten ähnlich wie beim Magier relativ schnell erreicht. Das heißt, hier spielen wir die Banane, um einfach den Kombo-Schaden zu verstärken, die Schnecke auch wieder, um den Gegner zu slowen und den Hahn, das ist ein Hydro-Beast, und den Kaktus, um eben ein bisschen mehr Power zu haben, ein bisschen schnellere Fähigkeiten zu machen und einfach mehr Grundschaden zu aktivieren. Den PvP-Fähigkeiten ist es auch relativ ähnlich wie beim Berserker diesmal. Das heißt, wir nutzen die Münzbombe, um mehr Schaden zu erzielen. Kurze Pause, um einfach ein bisschen Schaden rauszudonnern. Pilzdeckel, Erdgrün und Turbopilz, um uns eben zu schützen und schneller zu agieren. Beim PvE ist das genau die gleiche Skill-Musterung wie beim Magier. Das heißt, wir nutzen genau 1:1 dieselben Skills wie beim Mage, um einfach das Early Game schnell zu bestehen. Denn es ist dazu zu sagen, dass der Armbrustschütze die schwächste Klasse im Early Game ist. Das heißt, von Level 0 bis 70 kommt ihr mit den Armbrustschützen am schlechtesten voran. Das macht aber nichts, man kann die Klasse trotzdem sehr, sehr gut im Early spielen. Andererseits habe ich ja im Magier-Guide-Video schon gesagt, nutzt den Magier einfach bis Level 100, skillt dann auf Level 100 auf den Armbrustschützen um und ihr habt das schnellste und aktivste Game hier bei Legend of Mushroom. Die Statuenrelikte ist klar, himmlischer Regen, Priestermaske, Donnerdrache, um einfach Schaden rauszuhauen, um euer Ausweichen zu erhöhen und den himmlischen Regen eben, um einfach nochmal euren Kaktus als Pet zu verstärken und euer wichtigstes Attribut hier zu pushen. Angekommen im Midgame müsst ihr gar nicht allzu viel verändern, wie man es schon kennt, einfach die Pets logischerweise aufleveln. Wenn ihr eine höhere Stufe habt, könnt ihr die natürlich auch schon im Early Game spielen, umso eher, desto besser. Das einzige, was wir im Midgame wirklich machen, ist den Hydro-Beast oder den Hydro-Geist hier auszutauschen gegen den Vogel, um euren Angriffsspeed jetzt zu pushen. Denn ab Level 70 kommt es wirklich darauf an, dass ihr schnell angreift. Ihr solltet mittlerweile schon eine gute Combo-Quote erreicht haben zwischen 40% und 70%. Und der Vogel bietet euch hier einfach mehr Angriffstempo und demnach halt auch viel mehr Angriffsschaden, weil er viel mehr Angriffe und viel mehr Combo-Angriffe raushaut. Genau, PvP-Fähigkeiten einfach, auch wie bei den anderen Klassen, hier Verwirrung, Rauchbombe und Entwaffnen dazugenommen, um einfach den Gegner zu stunnen, um euch ein bisschen Zeit zu verschaffen und eure Angriffe ein bisschen zu verstärken. PvE lassen wir noch 1:1 gleich. Das ist das Coole an dem Armbrustschützen, man muss eigentlich fast gar nichts verändern. Man kann wirklich die Early-Game-PvE-Skills bis zum Late-Game spielen, also fast bis Level 100. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr die Skills wirklich levelt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt die Münzbombe oder kurze Pause die ganze Zeit nur auf Level 1 habt,
habt aber schon rote Skills freigeschalten, dann solltet ihr trotzdem beim Armbrustschützen ein bisschen rumexperimentieren und vielleicht auch mal ein paar rote Skills nutzen, sofern ihr die kurze Pause, Münzbombe, Pilzdeckel oder Turbopilz-Skills eben noch nicht auf Level 20, 30 oder 40 habt. Zu den Relikten kommt jetzt hier einfach die Zeitstatue dazu, um halt die PvP-Fähigkeiten zu verstärken, also Verwirrung, Rauchbombe und Entwaffnen. Die halten einfach einen gewissen Zeitraum länger dadurch und bieten euch hier im PvP natürlich einen kleinen Vorteil. Ist auch immer wichtig, ne? PvP ist nicht zu verachten, denn im PvP farmt ihr natürlich auch euren Stuff in den Top 10 Plätzen, um PvP ein bisschen weiter voranzukommen. Das Steinaderbuch jetzt hier, ganz wichtig, von Level 70 bis 100, wirklich einfach um den Schaden zu reduzieren, um euch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zu schaffen, da ihr als Armbrustschütze, wenn ihr nicht ausweicht, natürlich fast ähnlich wie beim Magier relativ viel Schaden kassiert. Angekommen im Endgame kommt es dann nun wirklich drauf an. Hier fängt der Armbrustschütze oder auch Bogenschütze richtig an, Spaß zu machen. Jetzt kommt nämlich die Hauptrolle der Klasse zum Einsatz. Hier verändert sich jetzt auch relativ viel. Bei den Pets wird die Banane abgegradet, was relativ schwer erreichbar ist im Early- oder Midgame, da die Banane, also die rote Banane, ein Event-Pet ist. Das heißt, ihr bekommt das erst in der vierten oder fünften Woche, wo das Spiel auf dem Server wirklich draußen ist. Das heißt, ihr habt gar nicht die Möglichkeit, diese Banane im Early-Game zu finden. Deswegen kommt sie so oder so erst zum Endgame zum Einsatz. Absolut OP, bietet euch 10% Kombo-Schaden und 100% Grundschaden mehr. Also das ist absolut krank und das beste Pet, was es überhaupt im ganzen Spiel gibt zur Klasse Armbrustschütze. Deswegen in meinen Augen Armbrustschütze oder Bogenschütze auch eine der besten PvE und PvP Klassen. Die Eidechse klar einfach austauschen für den Hahn und den Oktopus eben einfach noch zusätzlich ergänzen für noch mehr Kombo-Schaden. PvP wird jetzt hier im Endgame beim Bogenschützen oder Armbrustschützen komplett anders gehandhabt als bei den anderen Klassen, wo vieles gleich bleibt, tauschen wir jetzt hier wirklich alle Skills aus. Also wir haben wirklich durchdringende Klinge, Blitzangriff und Windpfeile plus Tarots für puren Angriff. Das heißt, ihr merkt selber, die Bogenschützenklassen, die sind wirklich pur darauf ausgelegt, im PvP auf Damage zu fahren. Viel Crit, viel Ausweichen, viel Durchschlagskraft. Bisschen wie Blutungen funktioniert das Ganze, das heißt, ihr trefft den Gegner, lässt den langsam runterschrumpfen und der Skill Klonangriff schützt euch hier im PvP, um einfach viel, viel länger durchzuhalten und weil es einfach, muss man so sagen, mit die OP-ste Attacke oder Fähigkeit ist, die es in Legend of Mushroom überhaupt gibt. PvE ändert sich nicht ganz so viel, hier bleibt das Ganze relativ ähnlich wie bei den anderen Klassen. Wir nutzen Verwirrung, Rauchbomben und Entwaffnen, um einfach den Gegnern lange entgegenzusetzen, um wirklich lange durchzuhalten, die wirklich zu betäuben und nutzen quasi Windböe, um dem Ganzen einfach ein bisschen Schaden gegenzusetzen, um nicht wieder an der Zeitüberschreitung zu scheitern. Ansonsten bei den Statuenrelikten tauschen wir hier jetzt noch die Eierschale aus gegen den Donnerdrachen, da die Eierschale den Vogel bzw. den Hahn, das muss ich dazu sagen, ihr könnt bei den Pets selber entscheiden, ob ihr den Hahn spielen wollt oder den Vogel. Ich habe jetzt hier die Eierschale reingenommen, weil ich eigentlich der typische Hahnspieler bin, um den Grundschaden nochmal zu erhöhen und die Eierschale sorgt eben dafür, dass der Hahn noch viel mehr Schaden macht. Und ergänzt wird jetzt hier noch die Abgrundkette, um euren PvP-Skill Windpfeile einfach exzessiv zu verstärken, um euch noch mehr Damage rauszuhauen, um euch noch weiter nach vorne zu bringen im PvP und einfach einer der stärksten Klassen überhaupt hier auf dem Server zu sein. Wenn euch das Ganze geholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst, den Kanal abonniert, um nichts zu verpassen. In Zukunft werden noch viel, viel mehr Guide-Videos folgen. Wir werden euch zeigen, wie das System aufgebaut ist, von Serverstart bis Serverende, wie das Level 120er Late-Game aufgebaut ist und. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Spiel und bleibt dran.